Ja, also dieser Unfall hat sich am gestrigen Nachmittag am Gelände der Landespolizeidirektion Steiermark in den Kellerräumlichkeiten zugetragen. Es sind Kellerräumlichkeiten, in denen die Bereitschaftseinheit dort oder da auch trainiert. Das ist ja derselbe Standort, an dem die Bereitschaftseinheit auch vorübergehend untergebracht ist. Und beim konkreten Ort handelt es sich um einen handelsüblichen Kellergang in einem Objekt, wo eben eine Gruppe aus 5 Personen, 5 Männer der Bereitschaftseinheit Steiermark eben Taktiktraining absolviert hat. Eigentlich war die Gruppe im Vorfeld am Vormittag noch bei einer Suchaktion involviert und eingeteilt. Diese konnte dann erfolgreich im Laufe der Vormittagsstunden beendet werden. Und gegen Mittag haben sich dann die Kollegen dazu entschlossen, ein Taktiktraining kurzerhand im Keller durchzuführen. Das ist ein üblicher Vorgang, weil ja gerade diese Einheit dazu herangezogen wird, auch bei lebensgefährlichen Einsatzlagen, diversen Ad-hoc-Einsätzen, Großeinsätzen quasi dazugerufen zu werden. Nachdem das ein rotierendes System ist, die Bereitschaftseinheit und immer wieder neue Kollegen hinzustoßen, übt man da regelmäßig natürlich auch das Vorgehen, das Gemeinschaftliche in der Gruppenstärke. Und was ist dann genau passiert? Also gleich zu Beginn hat der 39-jährige Übungsleiter die echten Schusswaffen der Polizisten abgenommen. Das ist genau so, wie es auch gelehrt wird und wie es vorgesehen wird. Diese Waffen wurden dann samt dem Holster gegen sogenannte Rotwaffen, das sind Übungswaffen, die schussuntauglich sind, ausgetauscht. Offenbar ist es in fast allen Fällen passiert. Lediglich die eine Waffe des Übungsleiters selber wurde nicht ausgetauscht, und als er dann wenig später einen Übungsteil vorzeigen wollte, ist es dazu gekommen, dass ein Schuss den 27-jährigen Polizisten, der in kurzer Distanz vor ihm stand, unmittelbar in den Rücken getroffen wurde und leider tödliche Verletzungen erlitt. Das heißt, der Leiter selbst wäre dafür zuständig gewesen, diese Waffe auszutauschen. Ist das richtig? Ja, der Waffenaustausch ist ja erfolgt. Es waren ja 4 Rotwaffen, wie vorgesehen, auch im Einsatz bei dieser Übung. Offenbar hatte der Übungsleiter selbst keine dementsprechende Rotwaffe und hat offenbar daran nicht gedacht, diese auch selbst zu tauschen. Und in der Folge ist es ihm dann zu dem tragischen Unfall gekommen. Wer übernimmt jetzt die Ermittlungen dieses Falles? Ja, es ist ein Standardprozedere, das bei derartigen Vorfällen mit einer Auswirkung, also sprich bei Schusswaffengebräuchen oder auch Unfällen wie dieser, ein anderes Bundesland die Ermittlungen übernimmt. Im Konkreten ist das Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Graz. Hier werden die Ermittlungen gemeinsam mit Sachverständigen geführt. Diese sind nach wie vor im Gange, und es ist eben, wie gesagt, ein Standardprozedere, das ein anderes Bundesland übernimmt, um eben jeglichen Anschein einer Befangenheit hier von vornherein ausschließen zu können. Und der 27-Jährige, der verunglückt ist, wie lange war er schon bei Ihrer Einheit dabei? Ja, der 27-jährige verunglückte Polizist ist seit Dezember 2019 bei der Polizei. Er hat dann seine 2-jährige Grundausbildung absolviert, war dann kurze Zeit auf einer Polizeiinspektion auch eingesetzt und ist eben seit 1. September bei der Bereitschaftseinheit gewesen, sowie auch andere Kolleginnen und Kollegen. Und in diesen Verbünden, wo eben immer wieder neue Kollegen auch dazustoßen, trainiert man eben regelmäßig auch das gemeinschaftliche Vorgehen, wie beispielsweise jenes Taktiktraining, das heute am vergangenen Tag jetzt in den Kellerräumlichkeiten stattgefunden hat. Herr Lamm, absolut dramatisch, was sich da ereignet hat. Wie geht es jetzt den vor allem anwesenden Kollegen, aber natürlich auch alle, die das einfach nur gehört haben? Wie betroffen ist man da und wie wird da vielleicht auch psychosozial geholfen? Also nicht nur die unmittelbar betroffenen Kolleginnen und Kollegen selbst, beziehungsweise die Bereitschaftseinheit, die ganze Landespolizeidirektion ist natürlich tiefst betroffen von diesem tragischen Unfall, der hier passiert ist. Wenn man sich vor Augen führt, wie oft und wie regelmäßig die Polizei tagtäglich Schießtraining, Taktiktraining, Techniktraining durchführt, dann ist es hier schon wirklich ein tragischer Einzelfall, der kaum vorstellbar gewesen wäre und der sich hier leider gestern zugetragen hat. Wird sich dadurch jetzt etwas ändern? Wird man jetzt vielleicht doppelt kontrollieren? Wird man das ganz ein wenig jetzt verschärfen? Ja, bei derartigen Vorfällen ist es üblich, dass neben der Justizüberprüfung im Sinne einer strafrechtlichen Komponente auch Ermittlungen intern geführt werden. Das passiert unter der Federführung des Einsatzkommandos Cobra. Dort ist die bundesweite Kompetenz für derartige Einsatztrainings
Angelegenheiten angesiedelt. Und hier versucht man natürlich auch intern Rückschlüsse zu ziehen, was man bei etwaigen Übungsszenarien, Trainings und dergleichen adaptieren oder verbessern kann.